Okay, dann dachte ich mir aber, okay, kann ich die irgendwie ein bisschen verarschen? Hallo, liebe Freunde, willkommen auf Kanal auf YouTube. Freunde, ihr habt es wieder geschafft, ihr seid bei uns gelandet, das freut uns sehr. Heute haben wir wieder volles Programm, es gibt einige Stories zu erzählen, Freunde, und ich sag euch, das Beste, wo ihr sagen werdet, Picobello ist back, kommt natürlich zum Schluss, liebe Freunde. Ja. Hier nur ein kleiner Ausblick, was euch erwartet. Bist du fertig? Ja. Ich mach mal. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Okay, fangen wir erstmal mit einer Geschichte an, die lustig und nicht lustig zugleich ist, liebe ja. Freunde. Wer will das erzählen? Hier, Scheinpapier. Ja, los. Bum, 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 bum. Scheiße. Oh. Wie soll ich das erklären? Also, es klingelt bei uns, wir gehen zur Tür, machen die Tür auf, steht da diese Hausverwaltung. Und das ist mittlerweile echt nie was Gutes, so. Mittlerweile? Wann denn? Wann ist denn das? Ja, so gut? Keine Ahnung, vielleicht gibt's ja so, hey, hier ist ein Wasserschaden, hier gibt's halt kein Wasser oder so. Es gibt schon gute Situationen. Also, ich habe gehört, einer von denen ist ein Fan von uns. Wir nennen ihn mal Mr. Paperplane. Hey, schau doch. Sie kennen uns. Schau doch an Sie. Okay, so Leute, es klingelt, bam, bam, wir gehen hin. Dann, ja, okay. Dann meinte, yo, es kam eine Beschwerde und dann dachte ich so, hey, okay, es kann nicht sein. Wir waren wirklich in letzter Zeit. Also ich dachte direkt von uns, kann das nicht sein und war es dann auch tatsächlich nicht. So, was passiert? Der gute Mann hat dann berichtet, ich erzähle das einfach eins zu eins so nach und ich stand da dann erst so, hey, okay. Ihr wisst ja, dass wir sowieso ein paar Probleme haben, immer, dass Leute vor der Haustür standen, wie heute schon wieder 5 Leute vor dieser Tür stehen. Lasst es einfach. Ich werde es am Ende nochmal sagen. Der meinte, es hat sich halt ein älterer Herr beschwert, der hier aber nicht wohnt, sondern hier sind ja auch so Bürosachen drin und Gäste so. Der war da dann hier, keine Ahnung, halt hat hier irgendein Geschäft besucht oder ein Büroeinrichtung. Und dann meinte der, ist der unten rausgegangen durch diese Tür, dann haben den da so 2, 3 solche Jugendlichen überfallen, hatten so diese Kameras auf den gerichtet, haben den gefilmt und dann so gerufen, yo, Bolzen, Bolzen, lassen Sie Ape Crime in Ruhe, jetzt reicht's mir und so. Halt diese ganzen Insider, die wir bringen, haben den da irgendwie so, meinte den so bepöbelt. Dann war der so voll so, wusste halt gar nicht, was da abgeht. Ist ja auch logisch. Und dann ist der halt zu dieser Hausverwaltung gegangen, weil die auch direkt im Haus ist und hat gesagt, ja, bla bla, so und so, hier ist Wort Ape Crime. Dann wussten die natürlich sofort schon, was da los ist. Hey, Paperplane, ja. Und dann kamen die halt zu uns und dachten halt, das sind so Leute, die zu uns gehören oder irgendwelche Verwandten oder vielleicht irgendwelche Neffen oder Cousins oder keine Ahnung. Und wollten halt so fürs Rechte sorgen, für diesen alten Herrn, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das waren halt irgendwelche random Fans. Dann waren wir wieder so in so einer Lage, so, yo, wir können da ja nichts für, wenn da so Affen die Adresse rausholen, dann da warten, so eine Scheiße machen. Also wie gesagt, Leute, nochmal zu Verständnis, das war nicht Herr Bolzen, ne? Nee, also, das war halt so ein anderer random. Auch wenn, ja, klar, auch wenn es der wäre, wäre es genauso. Ist ja auch erstens, egal. Ihr habt hier nichts verloren, verpisst euch, Alter. Und zweitens, wenn ich euch wiedersehe, Alter, ich klatsche euch gegen die Wand, Alter. Ich check das nicht. Ich gucke auch so um aus dem Fenster. Dann stehen da welche so stundenlang. Ich gehe raus. Hey, können wir Foto? Ich dann so, yo, du stehst da schon seit 2 Stunden. Jetzt mal ehrlich, was willst du vor der Tür? Ich bin hier gerade aus Zufall lang gegangen. Guck mal da oben, da ist mein Fenster. Ich hab dich gesehen, dass du seit 2 Stunden da stehst. Wieso lügst du denn? Dieser Junge so, läuft so weg? Was soll das, Leute? Heute war das auch wieder so. Also ich bin da sogar relativ nett noch. Ich sag dann immer, nee, das geht hier nicht, tut mir leid. Kamen da halt welche, haben so gesagt, yo, können wir Foto? Hab ich auch gesagt, nein, tut mir leid, geht nicht, bla bla bla. Dann so, ach so, kein Problem. Dann gehen wir halt rein. Und dann kam André aber von weiter weg, weil wir gerade getrennt waren. Ach, die haben euch nach Foto gefunden? Ja. Ach so. Ja. Und dann sind wir rein. Und André meinte, der hat das gesehen und die haben André nicht gesehen. Ja, ja. Und dann meinte André, ja, die haben erstmal schön Fotos von euch gemacht. Ach, die haben euch, ich wusste nicht, jetzt ja, die haben erstmal gefragt. Weil ich sehe da nur so 2 Kids und dann sehe ich, wie die denen so den Rücken fotografieren mit Haustür, alles drum und dran. Dieser mit dem grünen T-Shirt. Ja, ja. Jetzt sagt er, ey, guck mal, Bruder, ich hatte das grüne T-Shirt an. Leute, wir sagen es einmal, wir sagen es 1000 Mal, wir sagen es ja noch 100.000 Mal. Hört auf, vor der Tür zu stehen, da gibt es keine Fotos ist, und sonst was. Ihr checkt es halt nicht. Ja, egal. Ihr es gar nicht checken wollt, ihr kleinen Affengeburten. Egal, ich sag das jedes Mal, wenn der besteht, sag ich es nochmal. Okay. Vielleicht
bringt das ja was. Freunde, geschwind geht es weiter hier in den Tagesthemen. Ich zeige euch mal ein ganz kurzes Sneak Preview von der neuen Crime Shop Kollektion. Und zwar hier, pam! In Kürze wird die droppen, Freunde. Ich hoffe, ihr seid heiß auf die neue Ware. Und wir kommen direkt zum nächsten Punkt, Freunde. Es ist soweit. Heute, während wir das drehen, ist, glaube ich, gerade der 8. Das kommt ungefähr hin. Und die Kenner, die jahrelang Kenner wissen es, Genghis hat am 11.05. Geburtstag. Oh, Djangolonia! Das ist bekanntlich an diesem Freitag. Dieses Video kommt am Mittwoch, glaube ich. Ja, also ja. Zwei Tage Zeit. Wir haben uns überlegt, Freunde, das ist doch eine gute Idee, oder? Und diesmal wirklich kein Spoiler, kein Fake. Wir machen einen Livestream auf Apecrime TV und zwar diesen Freitag bezüglich Genghis Geburtstag. Was da passieren wird, das wisst ihr nicht und das weiß Genghis auch nicht. Das ist eine kleine Überraschung. Wer weiß das schon? Wer weiß das? Ist die Leute, die einschalten, wissen das. Und nochmal gesagt, also Freunde, ihr habt es mitbekommen mit dem Horrorhaus-Livestream. Das war einfach eine geile Aktion. Wir wollten das wirklich mal machen. Das war auch mega witzig. Ich glaube, ganz ehrlich, ihr fandet das auch mega witzig. Auch die Leute, die sich da beschwert haben ein bisschen. Aber dieser Stream wird ein richtiger Stream. Also um 8 Uhr am Freitag. Falls ihr noch nichts vorhabt, schaut gerne in den Stream vorbei. Wir sind live. Bis dahin. Nochmal. Das große Finale, Freunde, worum sich dieser Titel dreht. Okay. Ich sitze in der Wohnung, bin da halt. Wie solche Opas, die den ganzen Tag am Fenster sitzen und da raus. Ey, ohne Witz, ich guck voll oft aus dem Fenster wie so ein Opa und schau so, was da vor sich geht. So, okay. Ich bin da und auf einmal höre ich so ein Gerede, aber das war nicht Deutsch, sondern ich weiß es nicht, Chinesisch oder Japanisch, keine Ahnung. Einzige, was ich so gehört habe, war, die waren so sau gehypt. Die waren so, die waren so voll aufgeregt irgendwie. Und das waren so, aber so richtig viele hat man so gehört. So, ich gehe zum Fenster, guck so. Dann waren das so, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Chinesen. Und dann dachte ich so, ja, hey, was machen die da? Ich beobachte voll oft Leute mittlerweile. Ich bin Voyeur, Freunde. Aber ihr beobachtet uns ja auch, also ja, seid ihr also genau solche schon. Spanner. Okay, ich guck, was machen die da? Und dann sehe ich halt so, die machen halt Foto mit meinem Auto. Das ist jetzt auch nichts Besonderes oder so. Das passiert halt oft, habe ich schon oft gesehen. So eine geile Karre, wum, wum. Okay, dann dachte ich mir aber, okay, kann ich die irgendwie ein bisschen verarschen? Und dann hole ich meinen Schlüssel und dann habe ich gewartet. Ihr werdet es gleich sehen. Oder soll ich erst zeigen, was passiert ist? Zeig mal erstmal nur den Anfang. Erstmal bis dahin, genau. Ja. Hier der Anfang. Bist du fertig? Mach mal. Standen die da halt und haben Fotos gemacht. Dann habe ich mir diesen Schlüssel genommen und dann diesen Wagen aufgemacht. Und dann geht der so auf und der macht so. So, da springen so diese. Ja, ja, das hört sich halt so an. So, was dann passiert ist, Freunde, weil ich glaube, die dachten halt, das ist so ein Geisterauto oder so, weil da stand ja nirgendwo, wer weit und breit. Nee, weißt du, was ich glaube, was die geglaubt haben? Dass einer das aus Versehen angefasst hat und dann diese Alarmscheiße. Ja, ich glaube, oder die dachten, das ist so ein Transformer-Auto, ja. So ein sauintelligentes, was so bemerkt hat, hier genau. Kommt mehr Wert zu nah. Auf jeden Fall, ich drücke den Schlüssel. Ihr werdet es jetzt sehen, diese Tür. Dieses Licht geht an. Und was dann passiert ist, Freunde, das sehen wir nochmal in voller Länge jetzt. Bist du fertig? Ja. Ich mach mal. Der hat sein Handy verloren. Er hat sein Handy verloren. Hello, darkness, my old friend. Ich mach mal Kofferraum auf. Ich hab mir den Arsch abgelacht, ne? Dieser eine Junge, ihr habt's ja gerade schon gehört, verliert dieses Handy, bam, bam, ist auf der Straße, die laufen weg. Das ist komplett übertrieben, wirklich. Ich dachte mir so, wow, okay, was ist denn jetzt los? Ja, die sind 8 Leute so, wow, komm, komm, und rennen so weg. Und dann, das habe ich aber nicht mehr gefilmt, kamen die irgendwann später wieder, weil die so dachten, echt? So ein Geisterauto. Die waren da so 20 Minuten locker noch. Und dann, als die so näher kamen, habe ich diesen Kofferraum so aufgemacht. So, und dann die so alle, oh, ich warte da. Hast du das auch noch gefilmt? Nee, nee. Und die gucken so um sich, so, hier muss doch so wer sein, der das macht und so, ich sehe niemanden. Und dann dachte ich halt so, okay, damit die halt auch irgendwann von dem Wagen weggehen, lasse ich es halt, Kofferraum zu, alles still und dann ist mit dem Geister-Jaguar nichts mehr passiert, Freunde. Aber wirklich, das war sau witzig. Das war die Story, Freunde, an die Chinesen, wenn ihr das seht. Sorry, dass wir euch verarscht haben, ich sag's nochmal auf Chinesisch.
Picobello. So, Picobello am Start, Freunde. Dankeschön für alle Daumen hoch. Schaltet ein, Freitag 20 Uhr ein Livestream. Diesmal ein echter Livestream, Freunde. 8 Uhr, kommt rum, wir feiern Jengis Geburtstag. Danke. Scheiße, dass du geboren bist. Ohne dich wäre die Welt ein Stück besser. Hier sehen Sie ein Riesengerät. Ich hoffe, dass dich ein Meteor trifft. Gerne heute, doch am besten schon gestern, wenn du nervst, 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 nervst. Egal was du tust, wir haben genug von dir, wo wir eh schon alle über dich lässt.